nogmaals afroep. Ek het vir in die rode ekke, Matthäus, Jan Dunja, ja, die Mappe ist dann schon da aus Polen. Klappt es noch? Kameraden, danke und rufe in die blaue Ecke Eckern bei Raktas. So, der ist dabei, die Kämpfer bitte in den Ring. Dieser Kampf geht über drei Runden, drei Minuten. Da es sich hier um die Jugendklasse, also unter U19 handelt, tragen diese Kämpfer noch einen Kopfschutz. Später bei den Männern ist der Kopfschutz nach unserer neuen WB nicht mehr erlaubt. So, ich glaube, es ist gar nicht schlecht, es ist dann alles eingespielt von der Technik her, sodass es nachher umso reibungsloser vonstatten geht, wenn wir unsere Entwicklung hinter uns haben. Ringfrei, Runde 1. Już dwa lewe, dwa lewe, dwa lewe z pochylenia. Nie cofaj się, nie cofaj się, dwa lewe z pochylenia. Zachodzisz mu bliżej. Pierwszy jesteś, pierwszy. Tak, pierwszy. Prawą dołóż, prawą dołóż. Dwa lewe, prawy. Dwa lewe, prawy. I teraz, zaraz, teraz. Zanim idziesz, zanim, dwa lewe, prawy, to ci wejdzie, dwa lewe, prawy do góry. Lewą rękę nisko trzyma, dwa lewe, prawy. Bliżej, bliżej. Zanim. Prawy, dwa prawe. Wciskam lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Tak, dwa lewe, dwa lewe. Czekaj, dwoma lewymi, tak jest. Stop, stop.
dwa lewe i prawe, jest dynamicznie. Nur wie gesagt, beide Mannschaften machen sich zur Begrüßung bereit. Fahnen vergessen und die offizielle Begrüßung erfolgt nach den kommenden zwei Runden. Ring frei, Runde 2. Nie daj mu się rozkręcić, już dwa lewe, prawe. Pochylenia. Lewy, lewą zaczynaj. Tylko lewa ręka. Cofaj się. Pod niego w lewo, w prawo, do serii na kolejne. On ma drugie łapy, jak wtedy się wycofujesz, to on ten trafi. Nie ma miejsca, bo łapki wysoko w lewo, w prawo.
prawo, on machnie się, czy nawet pierwszy, w prawo, w lewo i od dołu. So, meine Damen und Herren, ich darf noch mal um Applaus bitten für beide Kämpfer. Ich glaube, das war ein toller Vortrag auf die Kämpfe, die sie heute erwartet. Und ich bitte beide noch im Ring zu bleiben für die Vorstellung und Begrüßung. Ich darf beide Mannschaften um Aufstellung bitten. Sobald die Musik spielt, bitte in den Ring zur Begrüßung. Beide bleiben. Jesse sorgt dafür, dass er im Ring bleibt. Bitte. Jesse ist unser Volk aus Polen stammender Trainer. Deswegen brauche ich den. Vielleicht hat er selbst verstanden, sagt seinen Kollegen. Jesse, der Junge soll im Ring bleiben, bitte. So. Es ist alles etwas schwierig, überhaupt am Anfang zu müssen denken.
Heute Morgen um 8 Uhr war natürlich hier noch kein Ring und überhaupt nichts. Und hier wurde bereits vieles geleistet. Beide Kämpfer sind noch im Ring und bleiben drin. Und ich darf nun bitten, Herr Giffer, um eine Einmarschmusik. Wenn es keine Musik gibt, dann werden wir die Mannschaften mit einem Applaus begrüßen. Ich rufe in die Runde unsere Freunde aus Polen. Jesse, Knobby und meine Leute, Polen, Jesse. So. Und jetzt kommen Sie rein in den Ring. Und nun begrüßen wir unsere Mannschaft aus Baden-Württemberg. Na, meine Damen, es ist heute das 42. Jahr. Seit 1975 stehen die Boxer des KSV Schließheim bzw. die Boxabteilung organisiert hier das Boxen anlässlich des Matthäusemarktes. Es ist mittlerweile gute Tradition geworden und ich freue mich auch heute Ihnen Sport von höchster Güteklasse, Sport von höchster Güteklasse präsentieren zu können. Ich begrüße ganz herzlich unsere polnische Mannschaft mit ihrem Präsident Mariusz Maciurek und dem Ringrichter Mariusz Kubicki. Im Einzelnen werden wir natürlich die Gegner noch vorstellen und seitens Baden-Württemberg begrüße ich unseren Sportwart und Trainer in erster Linie Achim Böhme, herzlich willkommen. Er hat es weitergebracht, eine gute Mannschaft heute zusammenzustellen. Ich darf Ihnen das Kampfgericht vorstellen. In erster Linie Patricia Pauscher, eine der ganz wenigen Kampfrichterinnen Deutschlands und gleich mit 2 Sternen. Dies ist die dritthöchste Qualifikation international, also nicht auf nationaler Ebene. Deswegen verzeihen Sie mir, dass ich Sie als erstes begrüßt habe und nicht den Supervisor Reza Müller, der ebenfalls amtiert, und Mario Davila. Weiterhin amtiert Ingo Gehrmann. Doch nun, bevor ich die Vorstellung vornehme, noch ein Wort des Dankes, in erster Linie an die Stadt Schließheim für ihre Unterstützung, weiterhin allen Helfern der KSV Boxabteilung, voran, ich habe es schon erwähnt, Czesław Urbaczka, der mitverantwortlich ist, dass diese Begegnung heute zustande gekommen ist, weiterhin allen Helfern, die heute Morgen den Ring aufgebaut haben, und ihn auch nachher noch abbauen werden. Ich darf mich auch bedanken bei der Presse für die tolle Berichterstattung im Vorfeld und hoffe, dass wir auch nur Positives am Montag, Dienstag lesen werden. Ich weiß aber, dass hier die Verantwortung bei uns liegt, denn wir wollen keine Lügenpresse. Ich bin aber sicher, wir haben eine positive Kritik. Doch nun ans Finish unserer
Veranstaltung, nämlich zu den Kämpfen. Hierzu darf ich noch in den Ring bitten, unseren Bürgermeister und Herr Gröfer mit den Weinköniginnen, und nach der Vorstellung wird er und die Weinkönigin noch eine kurze Begrüßung machen. Nun kommen wir leicht verändert zu dem ausgedruckten Programm, zu den Begegnungen. Kampf Nummer 1, 54 Kilogramm für Polen, Wojciech Ostnakowski gegen Ahmed Sohr. Beide Kämpfer machen sich noch warm. In Kampf 2 ist das 70 Kilo. Wojciech Koral gegen Trion Rama. Der Kampf in 52 Kilogramm fand bereits als Wettkampfsparring statt. Jan Julia gegen Bayraktas. Sie haben ihn gesehen. Und der nächste ausgedruckte Kampf der 75 Kilogramm Klasse fällt leider aus, da Dominik Almendinger krank geworden ist. Dafür jetzt in 60 Kilogramm Klasse Dominik Detsch gegen Bias Gutzenbarf. Ja, man darf ruhig mal klatschen für Bias Gutzenbarf. Nach zweijähriger Abstinenz am Reisemarkt ist er wieder fit. Er war also lange krank. Wir freuen uns ganz besonders, dass er heute wieder im Ring steht. In der Klasse bis 64 Kilo treffen Patrick Truchmanik gegen einen Mann, der gestern Abend noch in Gingen geboxt hat, bereits unterwegs ist und hierher kommt aus der Ukraine und im letzten Kampf vor der Pause stehen sich gegenüber Urbanski gegen Afila, Klasse bis 75 Kilogramm. So, und dann machen wir eine Pause von 10 Minuten. Dann kommt es zu einer Superschwergewichtsbegegnung. Das ist also eine über 91 Kilogramm. Chiarapana gegen Paluca. Es gibt dann noch drei Begegnungen mit ukrainischer Beteiligung. Wir boxen auf der Seite Polens ihre Neusz Wojtaszycki und der Gegner. Jesse, komm bitte in den Ring. Jesse. Ja. In den Ring. Sag ihm, dass du die Klasse bekommst. Und dann haben wir. Ja, und dann haben wir im abschließenden Kampf 81 Kilo. Ein Sportfreund als Polen noch im Ring. Czerczewski, und er boxt ebenfalls gegen den noch anreisenden Mann aus der Ukraine. Ebenso David Usu von Peni. Auch ein Kampf gegen Ukraine. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass dies ein wenig kompliziert ist. Aber der Boxverband Baden-Württemberg ist sehr aktiv. Und er hat gestern bereits in Gingen gegen die Ukraine geboxt. Daher auch die Ergänzung zu unserem Programm heute. Ich darf nun das Mikrofon weitergeben an den Bürgermeister Stadt Schlesheim. Guten Morgen, liebe Boxfreunde. Herzlich willkommen in Schlesheim zum Matthäusmarkt. Und ich hoffe, dass Sie alle heute hier Zeit mitgebracht haben, heute Morgen hervorragende Boxkämpfe zu sehen. Ich darf der Gastmannschaft, der polnischen Gastmannschaft, die darf ich herzlich begrüßen, hier bei uns in Schlesheim
und euch auch ganz herzlich begrüßen, Elias, hier, du hast gestern Abend ja schon geboxt. Ich hoffe und ich bin überzeugt davon, dass Sie schöne Kämpfe sehen werden. Und gehen Sie heute Nachmittag dann noch auf den Reisemarkt. Heute Nachmittag um 14 Uhr beginnt dann der Umzug, der Festzug mit 52 Wegen, 52 Nummern wird da sein. Also da haben Sie eine gute Unterhaltung hier in Schriesheim. Ich glaube, das wird einfach auch mit. Und Ihnen jetzt alles, alles Gute, viel Spaß bei dieser Veranstaltung. Und ich darf jetzt natürlich, wie es sich gehört, in Schriesheim, denn wir sind in der Monarchie, unserer Königin das Mikrofon übergeben. Die Königin Lisa wird ihren beiden Prinzessinnen vorstellen und Ihnen auch noch einen Weinspruch geben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Höfer, geehrte Mitglieder der Boxabteilung, liebe Boxfans. Im Namen meiner beiden Prinzessinnen Annalena und Sophie und als Schließer Rheinkönigin Lisa möchte ich Sie ganz recht herzlich zum 42. Boxmatinee willkommen heißen. Besonders begrüßen möchte ich natürlich auch die Boxstaffel und unsere Gäste aus Niederschlesien, und wir hoffen, Sie haben einen angenehmen Aufenthalt in unserer schönen Weinstadt Schließheim. Nun wünschen wir allen Sportlern viel Erfolg, faire Kämpfe und Ihnen, liebe Gäste, viel Spaß beim Zuschauen und Abfolgen. Stoßen Sie mit uns auf die beiden Boxstaffeln an. Wasser macht weise, fröhlich der Wein, drum trinke beides, um beides zu sein. Sehr zum Wohl. Geschenk an den Präsidenten, den Marius. Ein Fotobuch hier aus Schriesheim, das ihr Erinnerungen mitbringt nach Hause. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder in Schriesheim. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, zu Ehren unserer Mannschaften darf ich nun bitten, die Nationalhymnen zu spielen. Zunächst die polnische Nationalhymne. Thank you.
So, ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, ich wünsche viel Vergnügen, heute guten Sport und darf die Sportler noch um ihren Sportgruß bitten. So, erster Kampf, Wanderngewicht der Jugend, 54 Kilogramm in der roten Ecke, Wojciech Wasniakowski und Baden-Württemberg in der blauen Ecke ist vertreten durch Ahmed Soa. Plastę, bo to trzeba tępować plastę. Tam jest na stole, na stole. A ja już wiem, on zaraz nam przyniesie, on już poszedł. Dobrze, okej, już wiem. Nawet
So, ich verspreche Ihnen bei der nächsten Köpfung jetzt besser, denn die Regelung der Menschen haben, was sie zu tun haben, da haben sie müssen, dass der Kriegsverschluss nicht aufgeht und dass es zu keinen Verletzungen kommt. So, jetzt aber ringfrei, Runde 1. Szybszy jesteś. So, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen natürlich immer die Kämpfer vorstellen. Im Moment verfüge ich nur über die Information des polnischen Vertreters in der Roten Ecke, dass Wojciech Rosniak-Dufty heute seinen 41. Kampf bestreitet. Ringfrei, Runde 2. Bliżej. Nie odskakuj.
Und dann hätten wir eine Zeit gegeben, da hat man gemerkt, diese Runden dauern jeweils nur 2 Minuten, da wir in der Altersklasse U17 sind, da ist das Bestandteil der Wettkampfordnung und so verankert, dass diese Altersklasse nur 1 oder 2 Minuten boxt. Ich bin Ihnen noch die Vorstellung unseres Teams aus Baden-Württemberg, der blauen Ecke, zu machen, und zwar handelt es sich hier um Ahmed Soa, sein Heimatverein ist der KSC Backmann, und er beschreibt heute seinen 58. Kampf, mehrfacher Landesmeister und amtierender deutscher Meister. Ahmed Soa in der blauen Ecke. 0 in 3 in der 3. Наш каст тоже убирает сразу. So,
Und ich darf Ihnen nun die Gegner dieses Kampfes vorstellen. In der Rotecke Wojciech Kowal. Und er hat es zu tun mit dem Kämpfer Pilon Rama aus Baden-Württemberg in der blauen Ecke. Ringfrei, Runde 1. Pierwszy. Już prawa, prawy lewy. Bliżej. Zachodź w drogę, zachodź. Przepuść lewy, przepuść. Blisko. Tak. Bliżej. Bliżutko. Przepuść w lewo i w lewy. So, ich darf die Pause wiederum begrüßen, vorzustellen in der roten Ecke Wojciech Kowal. Er bestreitet heute seinen 16. Kampf und Pilon Rama in der blauen Ecke ist noch ziemlicher Neuling in Sachen wahrscheinlich 6. Ringfrei Runde 2. Dwa prawe lewe. Blisko. Tak, walcz tą gardę. Trzymam rękę. Prawe lewe. Tak. To samo. Cofaj się. Prawe lewe. Prawe lewe. Zalewa, pierwszy. Nie czekaj na jesteś. Dwa prawe lewy. Dwa prawe i lewy. Dwa prawe lewy. Dwa prawe. Dwa prawe. To samo, to samo. Zanim cały czas go spychaj, prawa chodzi. Już lewy. Tak. Obróć go, obróć go.
teraz, 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 teraz. Prawy, lewy, prawy, lewy. Mocna lewa. Za nim, za nim, za nim, za nim, za nim. Tak, to samo. Prawą rękę. Prawy, lewy, prawy, lewy, góral. Prawy, lewy. Prawo, teraz, teraz, odejdź. Odejdź. Już, prawy, lewy za nim. Pierwszy. Dobrze. Dobrze. Na boki, na boki. Dazu benutzen, mich weiterhin zu bedanken. Und zwar war ein Mann, ohne den diese Veranstaltung heute nicht hätte stattfinden können, nämlich bei unserem Ringarzt. Herzlich willkommen Hans Weih und danke für deine Unterstützung. Dr. Hans Weih aus Schleswig. Danke schön. Jak dojdą, znawia taki tak, to samo postawa. Nie odpuszczam, nie oddam inicjatywy. To na ciebie nie chciał już teraz, to go kontruje. To teraz trzeba kontrolować. Ring frei und drei. Dwa prawe lewe, dwa prawe lewe. Twoja runda musi być. 100%. Dwa prawe lewe, musi być tak. Pierwszy, pierwszy, tak, za nim. Dobrze. Dwa prawe. Dwa. Dwa prawe. I wtedy lewy. Dobrze. Proste. Ciągnie, ciągnie. Kontroluj. Nie daj się spychać. Und hier das Urteil, Sieger nach Punkten, der Kämpfer aus der blauen Ecke, Rama Pavlenberg. Respekt für diese Leistung im sechsten Kampf. So, für
würden wir den hier Programmvorsichtigen haben, der ausgewiesene Kampf Nummer 3 fand ja als Wettkampfsparring vor der Veranstaltung statt. Nachdem Dominik allmählicher krank wurde, kommen wir bereits jetzt zu dem unter 5 ausgewiesenen Kampf in der 60-Kilo-Klasse. Und hier rufe ich in den Ring aus Polen in die rote Ecke Dominik Detsch. Und in die blaue Ecke für Baden-Württemberg, Diaz Kutzenbeif. Dieser Kampf geht jetzt, da es die Männerklasse ist, über 3 Minuten, über 3 Runden, drei Minuten geleitet wird er, der Kampf von Reza Müller. Ringfrei, Runde 1. Zachodź, zachodź po drogę. Luźno. Przepuść prawo, lewo i lewo, blisko, blisko. Po dole. Zanim Dominik, ty go spychaj. Luźno. Uderz prawy, lewy, uderz. Na prawe i lewy. Pierwszy jesteś. Głowa! Wir kommen zum Kämpfer in der roten Ecke.
Dominic Pitch, the born of an German Christian Schlesischen Landesmeister, Zugensnacht in seinem Geschick. Er hat 31 Kämpfe bisher geschrieben. Dominic Pitch. In der Rotenecke, in der letzten Woche, wurde er schließlich Meister. Odchyl się! Już za nim! Za nim, zachodź drogę, zachodź! Nogi! Ciągaj go! Za nim! Kontruj go! Ciągnij! Tułowim, nie odskakuj, tułowim przepuść. Blisko. Tempo teraz. Już za nim. Uśmiechaj się. Ciągnij go, pod woda. Dominik, podkręć tempo troszkę, podkręć. Bliżej! Idzie za nim! Głowa! Prawa ręka ustawia. Meine Damen und Herren, wir können die blaue Ecke. Dort ist Dias Gutzenreif für Baden-Württemberg, sein Heimatverein. Wie bekannt ist der KSV Schließheim. Dias bestreitet heute seinen 65. Kampf. Er ist mehrfacher baden-württembergischer Landesmeister und mehrfacher dritter deutscher Meister. Und er ist Gott sei Dank wieder fit. Dias Gutzenreif in der blauen Ecke. Podnieś tę prawą wyżej.
prawy, lewy sier. Prawy, lewy sier. Na liny, bo na liny. Na liny spychaj. Prawda, lewa, uważaj. Und nun noch eine technische Durchsage. Der nächste Ausflug kommt mit 64 Kilogramm, wird nach der Pause verschoben, weil die Ukrainer erst eben in den letzten Minuten der Anfahrt sind leider noch nicht da. Wir machen nach dem Kampf Nummer 7 Uranski gegen Gabriela noch den Superschwergewichtskampf vor der Pause mit Mateusz Czerepada und Mentiat Panuka. So, und wir kommen nun zum Urteil dieses Kampfes. Sieger durch Punktwertung, die blaue Ecke, die Spitzenwahl, der Baden-Württemberg. So, in der Ring steigen nun Uwanski und Gabriela in die blaue Ecke. Der Ukrainiec jeszcze nie dojechał, ten, ale... So. Kampf in der Mittelgewichtsklasse der Männer 75 Kilogramm. Wir begrüßen in der roten Ecke Kamil Urbanski und in der blauen Ecke Sorinale Gabriela. Bitte in den Ring. Die blaue Ecke. Hallo. Ja,
So, meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Geduld und wir kommen nun zum Mittelgerichtskampf Kamil Urbanski in der Roten Ecke für die polnische Auswahl und er trifft auf Sorinale Gabrina in der Roten Ecke. Bitte in den Ring. Jawohl. Natürlich nicht in die rote Ecke, sondern in die blaue Ecke. Dritter Mann im Ring ist der Kollege aus Polen, Mariusz Kubicki, als Leiter des Kampfes. Lewa zaczyna, lewa zaczyna, lewa zaczyna. Jedziesz, jedziesz, jedziesz! Jedziesz z nim, głowa. I cały czas na nim. Jedziesz, jedziesz do końca, dobrze. Kamilek, do końca jedziesz. Trzyma. Sierp, prawy sierp. Prawy sierp. Prawy sierp. Prawy sierp. In der roten Ecke. Er bestritt bereits 71 Kämpfe unter dem vergangenen Wochenende in Polen. Vizemeister
a te mida 60. Und in dieser Runde werden der Kämpfer der in der Braunmetallen Verbindung wegen Stoßens mit dem Kopf. Ringfrei Runde 2. So, meine Damen und Herren, vor der Urteilsverkündung darf ich noch begrüßen, nachzuholen. Ich begrüße ganz herzlich Roland Kuppert, Ende der 80er Jahre Trainer des KSV Spießheim, mittlerweile Leiter des Olympiastützpunktes Rhein-Neckar in Heidelberg für die Sportart Boxen. Lieber Roland, herzlich willkommen. Ich begrüße weiterhin, und das ist mir eine ganz besondere Freude, einen jungen Athleten, der seit Oktober die Schülerarbeit beim KSV Spießheim mit sehr großem Erfolg aufgebaut hat. Teilnehmer der Olympiade in Rio. Herzlich willkommen und vielen Dank, Hamza Tuba. Und last but not least, Bundestrainer Valentin Szilagyi, herzlich willkommen. Wenn es jetzt untergegangen sein sollte, Sieger dieses Kampfes war natürlich Kamil Urbanski aus Polen. Ihm gilt Ihr Applaus. Dankeschön. Und wir kommen nun zum letzten Kampf vor der Pause. Superschwergewicht über 91 Kilogramm. Matthäus Chirepala und sein Gegner in der Frauenecke Mankia Paluka, beide Kämpfer, bitte in den Ring. So,
So, meine Damen und Herren, Superschwergewicht, die Klasse über 91 Kilogramm, die Königsklasse im Boxen. Das bieten wir alles dieses Jahr zu Matthijsmarkt und dann auch international. Ich stelle Ihnen vor, in der Rundecke Matthäus Cirepania, Polen, und sein Gegner ist Melchior Panuga für Baden-Württemberg. Er kommt vom BC Heidelberg, ist auch jemand, der bei uns zeitweise in Schlitzheim trainiert. Leider wird dieses Gefecht von Marian Gavrila. Und er gibt nun den Ring frei. Ring frei also Runde 1. Ty pierwszy jesteś. Podnieś lewą łapę. Teraz! Na boki, pamiętaj, ruch, ruchy. Na boki. Ruchliwy jestem. Tam boli, tam boli. Po dole, od boksy, luźna noga, luźne nogi. Dusił go na. Lewa zaczyna, lewa zaczyna, tak, druga zaczyna. Potem sierp na górę, potem prawym sierp na górę, potem, tak, teraz, teraz. Po dole! Na boki, cały czas ruchy, pamiętaj, do wiodą. Teraz, podkręć. Tak. Jedziesz, po dole. Trzyma, odejdź. Podkręć jeszcze troszkę, oddychaj. Odejdź, trzyma po kroku. Ich darf den Kämpfer aus der Rotenecke vorstellen. Matthäus Cirepania ist aktuell Vizemeister aus Niederschlesien. Thank you.
Zeit für Runde 2. Unser Kämpfer aus der blauen Ecke, Lenka Panuka, bestreitet heute seinen vierten Kampf. Die rote Ecke hat in der zweiten Runde eine Verwarnung bekommen, jeden Stoß über den Kopf. Links war eine Runde 3. Thank you.
Lewy, pamiętaj, drugi lewy. Druga lewa, 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 lewa. Lewy, tylko lewy. Lewy, tylko lewy. Tylko lewy. Tylko lewy. Lewy. Lewy tylko. Tak, lewy, bardzo ładnie. Tylko lewy. Odejdź, odejdź. Pamiętaj, lewy tylko boksuje na razie. Brek, obróć go. Długa lewa, długa lewa. Długi lewy, prosty. Już lewy, już. Tak. Lewy. I lewy. Lewy, długi lewy. 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 Pamiętaj, długi lewy. Długi lewy, bez prawy. Długi lewy, prosty lewy. Tak, lewy, już. Tak, długa lewa. I teraz prawy, po lewym prawy. Po lewym prawy. Tak. I lewy, lewy. Lewy. Tak. Lewy. Lewy, prosty. Prosty, lewy, lewy. Lewy. Tylko lewy, tylko lewa. Lewy. 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 Teraz tu. Pamiętaj, lewa ręka. Lewa ręka tylko. Lewy. Tak, lewy. Już lewy. Tak, bardzo ładnie. Odejdź, odejdź. Obróć go, obróć. Obróć go. Podkręć, on nie ma siły. Tylko proste ciosy, lewa ręka, tylko lewa, tylko lewa. Lewy, tylko lewa. Lewa. Tak. Odejdź. Zyma. Lewy, lewy. Pamiętaj, lewy. Lewy, z tego roku, tak. Drugi lewy, dwa lewy, lewy. Dwa. Dwa lewy. Teraz ty jedziesz! Tak! Trzymaj! Końcówka! Jedziesz! Końcówka! Jedziesz! Jedziesz tam, za nim cały czas! Jedziesz!
Dieser hat sich leider Gottes in Wohlgefallen ausgelöst, weil die ukrainische Mannschaft anscheinend auf dem Weg hier nach Friesheim ist, aber so wie es aussieht, nicht zum richtigen Zeitpunkt eintreffen wird. Das ist sehr traurig, weil wir hätten Ihnen gerne noch vier wirklich gute Kämpfe präsentiert, unter anderem Teilnehmer der ukrainischen Nationalmannschaft, die auch letztes Jahr, 2016, bei den Olympia-Qualifikationswettkämpfen in Aserbaidschan oder auch in der Türkei teilgenommen haben. Also wirkliche Boxer der ukrainischen Spitzenklasse, die hier gegen die Auswahl des Boxverbandes Baden-Württemberg wie auch der polnischen Mannschaft kämpfen wollten. Die einzige Möglichkeit, um zumindest noch einen Kampf zu präsentieren, ist das Zusammenleben zweier 69-Kilo-Boxer aus Polen von unseren Gästen aus Niederschlesien und von einem BVBW-Boxer. Ich muss mich im Namen des BVBWs recht herzlich entschuldigen für dieses Misslingen um die drei Kämpfe, die wir einfach nicht sehen können. Ich hoffe aber trotzdem, dass Sie diesen verbleibenden Kampf genießen können und die anderen Kämpfe davor genießen konnten. Und ich hoffe auch, dass Sie uns nächstes Jahr hier beim Matheisermarkt wieder zahlreich und entsprechend lautstark unterstützen. Recht herzlich vielen Dank schon mal hierfür für Ihr Verständnis. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Sonntag und auch nach der Boxveranstaltung viel Spaß. Recht herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, liebe Sportfreunde, ich danke auch für Ihr Verständnis und ich rufe auf zum letzten Kampf des heutigen Tages in der Klasse bis 69 Kilogramm in die rote Ecke, Ihren Nils Wojtaszynski und sein Gegner aus Baden-Württemberg in der blauen Ecke, David Asuponaten. Und der dritte Mann im Ring ist unser Sportfreund aus Polen. Mariusz Kubicki, er leitet diesen finalen Kampf. So, und nun Ringfrei, Runde 1. Jedzie starcie!
Techniko, już, już. Druga lewa. Po dole. Na boki, Irek, na boki cały czas. Prosto zaczynaj, prosto. Prosta zaczynam. Kontrolę pleci. Ring 2 und 3. Zachodź drogę, zachodź mu, zachodź drogę. Lewa wysoko, Irek, lewa wysoko, lewa wysoko. Teraz, lewa wysoko. Teraz, lewy prawy. Pod wodą, o, pięknie. Irek, pod wodą go troszkę, pod wodą. Po dole.
Irek, jak już blisko jesteś, to boksujesz po dole. Jak blisko jesteś, to ciągniesz w dół. Więcej po dole. Głowa. Podwójny lewy skróć, dystans trochę, skróć. Prawy dół, lewy szerp. Prosty. Prawy dół, lewy szerp. Tak, dobrze. Frei zur dritten und letzten Runde. Łapy wysoko! Jedziesz! Stop!
jetzt noch in den Ruinen, in dem Pelinski, Bruch, Mina und ebenfalls noch Harik und Czeska. Alle vier Kämpfer bitte noch in den Ring. Ist es weitergegangen? Kommen die? Dankeschön. So, und hier das Urteil dieses letzten Kampfes. Sieger dieser Begegnung ist der Kämpfer aus der roten Ecke, Irenoj Wojtaczynski. Und einfach, weil es sich gehört, darf ich jetzt die polnischen Vertreteraktiven noch in den Ring bitten, die leider keine Gegner heute hatten. Die Gründe wurden ihnen bereits genannt. Bitte alle Athleten in den Ring, und zwar nach unserem Reglement, da wir die Gäste haben leider nicht besetzen können, gehen die Punkte in den jeweiligen Kämpfen durch WO, so ist die Bezeichnung, die offizielle Walkover, an unsere Gäste. Somit endet der Vergleichskampf heute mit einer hohen Niederlage Baden-Württembergs mit 14 zu 6 Punkten. Und vielleicht gehen die Jungs wirklich nochmal in den Ring jetzt zum Vorstellen. Alle drei auf einmal. Und hier sind sie, die leider hier nicht boxen durften, aber die kampflos einen Sieg mit nach Polen nehmen. Jungs, ich danke euch und wir versprechen auch Ihnen, liebe Zuschauer, dass so etwas in Zukunft nicht mehr vorkommt. Dennoch, bitte sind Sie uns nicht gram. Wir haben unser Bestes passiert, aber manchmal, live ist live, kann so etwas vorkommen. Wir sehen uns wieder im kommenden Jahr, wenn es heißt, sonntags morgens ringfrei im Festzelt des Matthäusermarktes. Abschließend nochmals recht, recht herzlichen Dank für Ihren Besuch. Und ich darf noch einen begrüßen zu allerletzt, den ich erst vorhin gesehen habe. Herzlich willkommen, ebenfalls mittlerweile Trainer am Olympiastützpunkt Heidelberg, Sultan Lumka, der 1996 in Atlanta für den HSV Spießheim die Bronzemedaille geholt hat bei der Olympiade. Herzlich willkommen, Sully. Steh auf und zeig dich. Dankeschön. Thank you.